herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Hallo, danke schön. Danke. Wer frisch verliebt ist, liebe Zuschauer, danke schön. Der ist voller Träume und schmiedet häufig Zukunftspläne. Danke schön. Aber irgendwann, da beginnt der Alltag. Wie kommen wir mit den Schwiegereltern klar? Welche Kleinigkeiten nerven? Und was, wenn größere Probleme plötzlich auftauchen? Liebe auf dem Prüfstand, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich begrüße sehr herzlich Saskia Valencia bei uns. Hallo. Was es bedeutet, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit zum Prüfstand einer Liebe wird, haben Sie erfahren müssen, als Ihr Lebensgefährte Thorsten Nindel vor 4 Jahren an Lungenkrebs erkrankt ist. Warum die Beziehung dem täglichen Kampf ums Überleben allerdings nicht standhalten konnte, hören wir von Schauspielerin Saskia Valencia. Nochmal herzlich willkommen. Barbara Schwager. Ihre Beziehung ist ständig skeptischen Blicken und abfälligen Kommentaren ausgesetzt, denn Sie haben sich in einen 30 Jahre jüngeren Pakistani verliebt. Als sein Asylantrag abgelehnt wurde, warfen Ihnen die Behörden Schleuserei vor und Sie gingen sogar für ihn ins Gefängnis. Heute wohnen Sie mit ihm an einem unbekannten Ort, damit Sie Ihre Liebe leben können. Ich begrüße ganz herzlich Barbara Schwager. Wir gegen den Rest der Welt. Mit diesen Gefühlen begann auch Ihre Beziehung, Björn Echternach. Doch das scheinbar perfekte Glück wurde schnell getrübt, als sich Ihre Schwiegereltern oft monatelang bei Ihnen einquartierten und Ihren Alltag diktierten. Mit allen Mitteln versuchten Sie, die Ehe zu retten. Doch stattdessen tobte ein Rosenkrieg, der bis heute auf dem Rücken der beiden Kinder ausgetragen wird. Bei uns im Nachtcafé Björn Echternach. Auch Sie hatten kein rosiges Verhältnis zu Ihren Schwiegereltern Peter Roos, denn die hatten für ihre Tochter aus gutem Hause eine ganz andere Vorstellung, wer der Richtige an ihrer Seite zu sein hat. Doch weder Druck, Drohungen oder finanzielle Konsequenzen konnten sie beide auseinanderbringen. Ihre Liebe hält seit 48 Jahren. Und das, obwohl sie anderen weiblichen Verlockungen nicht immer widerstehen können. Ich begrüße ganz herzlich Schriftsteller Peter Roos. Ertränkt im Alkohol, so ging es beinahe ihrer Liebe, Frauke und Markus Kessler. Als ihr erstes Kind geboren wurde, brachte dies ihre bis dahin gut funktionierende Beziehung komplett durcheinander. Statt einer Aussprache suchten sie, Markus Kessler, den Trost im Alkohol. Gemeinsame Unternehmungen hatten Seltenheitswert, dafür gab es Aggressionen und Alkoholexzesse, bis das Maß für sie, Frauke Kessler, voll war. Guten Abend, Markus und Frauke Kessler. Eine Suchterkrankung, ein Seitensprung oder der Jobverlust. Es gibt viele Prüfsteine für die Liebe, die eine Beziehung schwer ins Schwanken bringen können. Friederike von Tiedemann. Doch viel zu oft kommen Ehepartner erst dann zu Ihnen in die Paartherapie, wenn sich das Ruder nicht mehr herumreißen lässt. Und Sie fragen sich, warum lassen wir unsere Heizung regelmäßig checken, nicht aber unsere Beziehung? Herzlich willkommen, Diplompsychologin Friederike von Tiedemann. Herr Roos, eine Durchschnittsehe hält in Deutschland 15 Jahre, so im Schnitt. Ihre Beziehung zu Ihrer Lebensgefährtin hält 48 Jahre. Das ist ja schon mal was. Beschreiben Sie mal, was lieben Sie an ihr? Sie können jetzt durchaus ins Schwärmen geraten. Also, Friederike Hassauer ist für mich ein Edelstein und ein Einstein. Edelstein meint, dass sie ist ein Diamant, das Edelste, was ich mir erworben habe, gefunden habe, mir zugespielt worden ist, was ich gepflegt habe. Und zu diesem glitzernden, wertvollen Kunstgegenstand gehört ein Stein, ihre von mir sehr
stark bewunderte Intelligenz. Das war mein erster Eindruck, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Wir waren beide Schülerzeitungsredakteure. Und ich wusste, diese Frau kann Sachen denken, die du nicht in der Lage bist, dir vorzustellen zu denken. Aber ich kann besser schreiben. Also nach 48 Jahren noch Diamant zu sein, ich denke, das ist eine schöne Liebeserklärung. Frau Schwager, Sie sind mit Nadine seit 2 Jahren zusammen. Ja. Ist das noch so im Zustand des Verliebtseins oder ist das schon eher eine tiefe Liebe? Es ist beides. Es ist immer noch Verliebtsein wie vom ersten Tag, aber es entstand eine tiefe Liebe in diesen 2 Jahren, weil wir uns besser kennenlernen und ja. Frau von Tiedemann, wie lange können wir überhaupt verliebt sein und wie können wir diesen Übergang zur Liebe eigentlich erkennen? Also verliebt sein kann man mit Unterbrechungen eigentlich über die gesamte Beziehung hinweg immer wieder neu. Das ist natürlich schon eher am Anfang der Fall. Und da gibt es auch Vorschläge, dass das so zwischen 2 und 4 Jahren dauern soll. Also noch mittendrin. Der Übergang, den beschreibe ich am liebsten so. Am Anfang schaut man sich an und ist voneinander fasziniert. Und man ist einander eigentlich genügend. Und irgendwann gibt es so eine innewohnende Tendenz, gemeinsam auf etwas Drittes zu schauen, vielleicht auf einen Lebensplan, auf eine Verbindlichkeit, die man leben möchte, auf einen Lebensentwurf, der ein Kinder vielleicht oder ein Projekt. Und dieser Übergang, der macht wahrscheinlich, trennt die erste von der zweiten Phase. In der zweiten Phase hätte man gern ab und zu was wieder von der ersten Phase. Und in der ersten denkt man noch nicht so viel über dieses sogenannte Dritte nach. Ja. Frau Valencia, viele Zuschauer kennen Sie als Schauspielerin von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, von Sturm der Liebe, von Rote Rosen. Und Sie haben die ganzen dollen Sachen gemacht. Ja, aber bekannt haben Sie sie gemacht, oder? Dann sagen Sie noch 2, die Sie super finden. Ich habe auch diverse Filme gemacht. Also und von diversen Filmen natürlich auch. Bei Rote Rosen haben Sie Ihren späteren Partner Thorsten Lintel ja auch kennengelernt. Wenn wir schon beim Verliebtsein sind und bei den Anfängen, in was an ihm oder in ihm haben Sie sich verliebt? Das war so ein Mensch, wie ich ihn vorher noch nie getroffen habe, so wahnsinnig lebendig, euphorisch, den Raum betretend und entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Also er ist für mich irgendwie, war er immer so wie so ein Hundewelpe auch. Der nimmt den ganzen Raum ein, der legt sich auch mit den schärfsten Kampfhunden auf den Boden und ich fand ihn, er ist unglaublich intelligent und das hat bei mir auch immer einen großen Einfluss, das ist wichtig, ne? Intelligenz ist nicht unwesentlich und eigentlich war das überhaupt nicht mein Typ, aber ich habe mich dann trotzdem in ihn verliebt, weil ich einfach dachte, so einen tollen Typen, so einen aufregenden Typen wirst du wahrscheinlich nie wieder treffen in deinem Leben. Hier der Diamant, da der Hundewelpe, ist auch interessant. Nein, also ja. Aber Sie sind ein Paar geworden. Was war denn das Schöne, das Besondere an dieser Beziehung? Ja, wir sind beide Schauspieler, wir waren beide, da hat man auch manchmal ein gewisses Quantum an Verrücktheit. Mhm. Wir sind wie Bonnie und Clyde durch die ganze Republik gefahren und haben überall Theater gespielt und für alles war so möglich und wir waren auch beide in Phasen, dass die Kinder waren groß, also beider Kinder waren groß und selbstständig schon und das ist ja auch irgendwie ganz wichtig und ich war dann auch das erste Mal in meinem Leben so frei und dachte, das ist auch ein schönes Gefühl, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Form der Partnerschaft, als ich sie vorher kannte. Frei und auf Augenhöhe? Völlig auf Augenhöhe, ja, ja, schon. Also ich bin ein sehr souveräner Mensch, sagt man immer über mich, obwohl ich kann das ziemlich gut verstecken. Innen ist das Chaos und außen ist es ruhig. Aber ich konnte das immer sehr gut ausgleichen. Also der Thorsten brauchte halt eine Plattform und ich habe ihm die gegeben. Ich habe ihm das beobachtet voller fürsorglicher Liebe, was er da veranstaltet, um sich gut zu fühlen. Und das hat mir jetzt auch nicht gefehlt, dass ich dann die Plattform nicht hatte. Aber wir haben auch diskutiert und gestritten und es war eine wilde Liebe. Mhm.
Sie waren so rund 3 Jahre zusammen. Nein. Nee, ich meine, so. Als 2014 das Leben dann anders wurde. Mhm. 2013. Mhm. Wie haben Sie diesen Tag erfahren oder erlebt, als Sie erfahren haben, dass er diese Krankheit hat? Wir haben uns in Wiesbaden getroffen, weil wir da zusammen Theater spielten. Und ich kam gerade von einer Tournee und er hustete und hustete und hustete vorher schon ewig und war auch auf Tournee gewesen. Und dann hat er die unterschiedlichsten Ärzte besucht. Und ich habe irgendwie gesagt, das geht so nicht weiter. Ich hatte auch ein anstrengendes Nachpensum. Und du musst zum Arzt. Ich kann so nicht schlafen, wenn du hier immer zu hustest. Das geht nicht. Du musst das jetzt mal abklären lassen. Und dann war da am Ende des Waldes ein Pneumologe, wo er dann gleich wieder brüllte, hier ist doch nur noch ein Tierarzt, wo willst du denn mit mir hin hier? Und das war aber einer, der ihn völlig durchgecheckt hat und das getan hat, nicht Vitamin D aufgeschrieben hat oder irgendwelche teuren extra Medikamente, die man sich in der Apotheke käuflich erwerben kann, sondern der hat ihn durchgecheckt und ich war in dieser Theaterwohnung und der Thorsten kam die Treppe hoch. Und ich habe schon an seinem Gang gesehen, dass was ist. Und er sagte zu mir, ja, da ist was. Ich habe da ein Karzinom, also ich habe da einen Tumor. Und dann funktionierte, dann waren wir von da ab nur noch in einer Blase. Es wurde nicht über Tod nachgedacht. Was heißt das, in der Blase? Ja, am Donnerstag haben wir das erfahren. Von Donnerstag bis Sonntag haben wir noch in Wiesbaden Theater gespielt. Ab Freitag habe ich telefoniert. Weil wir mussten am Montag nach Hamburg, weil ich dort weiterspielen musste und proben musste. Du kriegst die Diagnose und dann bist du eigentlich allein. Also dann hilft dir keiner weiter. Das heißt, wenn du da keinen Menschen hast, der an deiner Seite ist, dann ist es schon schwer. Also ich wünsche das keinem. Und der Thorsten wäre nicht in der Lage gewesen zu telefonieren, wo gehe ich denn jetzt hin? Welche Klinik ist die beste? Wie macht man das alles? Was passiert jetzt mit meinem Sozialstatus, der auch kein ungefährlicher ist bei Schauspielern? Ja, wir sind immer unständig beschäftigt. Also wenn du gerade nicht arbeitest, dann hast du nicht mal eine Krankenversicherung. Aber das heißt, Sie waren gleich in Aktion. Sie haben weiter auf der Bühne gestanden. Sie haben dann für Thorsten zusammen in Aktion. Haben Sie denn überhaupt begriffen, was das bedeutet hat, diese Nachricht? Oder kam das so richtig an Sie ran in der Zeit? Ja, aber ich habe mir die Gedanken darüber gar nicht großartig gestattet, weil gar keine Zeit für die Gedanken war, sondern es war akuter Handlungsbedarf. Und wir haben dann eine Lungenheilklinik in Großhansdorf bei Hamburg rausgefunden. Ich habe die Proben noch um einen Tag verschieben können und dann haben wir am Dienstag dort einen Termin bekommen. Und das war alles überhaupt nicht schön, was da dann kam. Und ich habe mir über den Status unserer Beziehung, ich war einfach da, ich habe mir über den Status unserer Beziehung, unserer Liebe, oder in dem Moment, ich habe das aus Liebe getan, es gab für mich auch gar keine Diskussion, dass ich das nicht tue. Ich hätte ihn nie alleine gelassen. Wie sah denn dann so ein Tag aus? Also er war in der Klinik, wie sah dann Ihr Tag aus? Er war nicht die ganze Zeit in der Klinik, er war bei mir aber in der Theaterwohnung. Aber wenn er in der Therapie war? Er war dann mal 3 Tage, also er hat sofort dann Chemotherapie bekommen und die war auch sehr hoch angesetzt. Das wurde halt organisiert irgendwie von mir, dass er dann dahin kam. Freunde, die wir auch in Hamburg haben, haben sich auch angeboten. Das Umfeld war extrem nett. Ich bin morgens immer um 5 aufgestanden, bin eine Stunde gelaufen. Da konnte ich natürlich meine Familie noch nicht anrufen, um mir auch mal was von der Seele zu reden. Um 6 habe ich dann da gewaschen, Betten frisch bezogen, weil wenn du Chemotherapie hast, das ist auch nicht lustig. Dann habe ich ihm Frühstück gemacht, dann bin ich zur Probe gefahren, ans eine Ende von Hamburg, habe dort ein neues Stück probiert, bin irgendwie nachmittags wiedergekommen, habe was eingekauft, irgendwelche breiigen Sachen gekocht, Entsaftermaschinen, irgendwelche Rezepte telefoniert mit Leuten, die sich auskennen. Der Thorsten hat in der Zeit überhaupt nicht gegoogelt, weil er hat gesagt, ich will das alles nicht wissen. Ich habe das und ich gehe da durch und ich kämpfe. Und ich habe halt mit ihm gekämpft und habe diese Sachen für ihn gemacht, die er nicht in der Lage war zu machen. Wie wichtig ist das, auch mal Abstand zu kriegen in solchen Situationen? Ja, ist absolut wichtig. Also es ist ja, ich habe gerade von was Drittem gesprochen, das ist ja auch was Drittes. Also die Krankheit ist dann immer mit dabei und die kann einen riesigen Raum füllen. Und ich
Mich beeindruckt übrigens, dass da nicht gegoogelt wurde, weil da kann man ja auch noch nächtelang lesen und dann darüber auch wieder sprechen. Ja, und aber sich davon auch schreckliches Lesen. Und eben schlimmes Lesen, was einen total beeinflusst. Genau. Der hat immer alles von mir genommen, was ich gesagt habe. Du trinkst jetzt rote Beete, das ist gut. Entsaftermaschine gekauft, so wird's von gemacht. Daher, wie gut, dass Sie da Pause gemacht haben, um auch mal wieder sich zu erholen und sich wieder zu spüren als Paar. Dass es nicht nur dieses dritte Schreckliche gibt. Ja. Wie sehr war er denn auf Ihre Hilfe angewiesen in der Zeit? Also ich glaube, wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis nach wie vor. Wir sind tiefst befreundet. Ich glaube, er wird mir das... Also wir geben uns nichts in... wie soll ich sagen? Also ich glaube schon, dass er angewiesen war. Es war sonst keiner weiter da. Wie gerne hat er diese Hilfe angenommen? Nicht gerne. Ist ein Macho. Mhm. Also das ist natürlich nicht schön, wenn du so Momente miterlebst als Liebende. Ich habe auch mal gesagt, ich bin also von der Geliebten zur Mutter geworden, natürlich auch, ne, so zur Fürsorgerin, was für mich auch kein schöner Prozess war. Weil das ist ja der Punkt, wir reden heute über das Thema Liebe auf dem Prüfstand. Was hat sich denn in Ihrer Liebe dann verändert? Also Sie haben gesagt, zur Mutter sind Sie geworden. Was verändert sich dann in so einer Situation? Was hat sich bei Ihnen verändert? Also ich bin sowieso von Haus aus ein extrem fürsorglicher Mensch. Mhm. Liebe verändert sich ja auch in den Jahren. Also ich würde sagen, auch jede Beziehung, die ich geführt habe, war immer eine andere Qualität in der Liebe. Auch der Anspruch an die Liebe war immer ein anderer. Und es ist heute so, dass ich schon sagen würde, ohne dass das hoffentlich bitte falsch verstanden wird, dass wir uns immer noch lieben. Mhm. Wir lieben uns, die Liebe hat eine andere Qualität, aber sie ist nicht minder. Ja, sie ist noch genauso da. Und ich werde der kann immer bei mir vor der Tür stehen, was er auch tut. Mhm. Und ich glaube, ich kann das genauso bei ihm. Sie haben ja gesagt, er ist auch Macho. Wenn wir jetzt über den Prüfstand dieser Krankheit auch reden, das bringt ja auch so körperliche Veränderungen mit sich. Ne? Die Haare fallen aus und all diese Dinge. Hat das nicht nur außen, sondern auch innen bei ihm Spuren hinterlassen, eventuell aber auch bei Ihnen das Ganze? Bei ihm mit Sicherheit. Also ich kann natürlich jetzt schlecht über ihn reden. Ja. Das ist dann sowieso auch immer klar. Ein Geheimnis. Das sind Dinge, wenn das ein Macho ist und der kämpft mit dem Leben oder mit dem Tod, dann möchtest du natürlich nicht über deine geheimsten Ängste reden. Mhm. Und die Konsequenz, die also das auch in der Veränderung unserer Beziehung gebracht hat, dass wir uns dann getrennt haben, war sicher auch, dass er einfach nochmal alles ausprobieren wollte und dachte, ich muss das und das und das noch tun. Und das dann eben gemacht hat, was für mich dann auch ein Schock war. In dieser Phase, bevor es zu der Trennung kam, war er noch bei uns im Nachtcafé. Ja. Und es ging damals um die Sendung Diagnose Krebs zwischen Hoffen und Bangen. Und es ging auch darum, ob Sie auch diejenige sind, die ihm einen Rückhalt gibt. Nur ein ganz kurzer Ausschnitt daraus. Ist das richtig ausgedrückt? Ist sie der Rückhalt Ihres Lebens? Ja, wird zu widersprechen wäre unhöflich, weil ich würde es nicht so formulieren, aber doch. Das klingt ja höflich und aber so ein bisschen distanziert. Das war im April 2015. Wann haben Sie denn gemerkt, dass es in Ihrer Beziehung auch Spuren hinterlässt, dass es beginnt zu bröckeln? Also ich für mich persönlich, nachdem ich mich auch wieder ein bisschen spüren konnte, ja, also zum Beispiel während der Krankheit habe ich auch nach Psychologen gesucht, die den Thorsten betreuen. Und Therapeuten, was auch unheimlich schwer ist. Und ich wünschte mir dann für mich auch so jemand. Ich will gar nicht reden. Ich will überhaupt nicht reden. Sie müssen mir gar keine Tipps geben. Ich möchte einfach nur mal da sitzen und mal eine Runde reden und heulen dürfen. Ja, weil ich habe sonst keine Gelegenheit, irgendwo mal zu heulen. Und ich war auch sehr erschöpft, wenn ich dann von mir spreche. Und er nervte mich auch. Mhm. Also wir haben nach der Austherapierung haben wir eine Ayurveda-Kur gemacht von 6 oder 8 Wochen, was ihm sehr gut bekommen ist, wo er sich auch wieder spürte, wo er wieder zu sich kam und so weiter. Und es war eine ganz schöne Zeit und ich habe danach wieder sehr viel gearbeitet und war froh, von zu Hause weg zu sein. Weil wir waren vorher 24 Stunden am Tag zusammen.
Und das ist mit so einer Krankheit schon auch sehr anstrengend. Und ich war unglaublich froh, auch mal wieder in einer Wohnung alleine zu sein und so. Also das muss ich schon auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich glaube, ihm ging das auch so. Ja. Und wie kam es dann? Ja. Hat er seine Möglichkeit nicht nutzen können, aus der Maskulinität rauszutreten und zu gucken, weil sie leben ihm ja etwas vor, was einen auch begehrlich machen könnte, dass man das als Mann kann. Und das war für ihn ausgeschlossen? Weil sie haben ja richtig den Glotz in den Raum gestellt, er ist ein Macho, Punkt. Ja, aber er ist ein angenehmer Macho. Also das ist einer, der die Frauen versteht. Also so ein Macho. Mhm. Ja. Macho, ich meine, kein Mann möchte in einer Badewanne sitzen und die Haare fallen ihm büschelweise aus und er ruft nach seiner Geliebten und kann eigentlich nur noch heulen, weil die Haare da büschelweise in der Wanne liegen. Ja. Das ist natürlich ein großer Einschnitt auch in die Männlichkeit. Wir brauchen ja von weiteren Dingen gar nicht reden. Das ist ja wahrscheinlich jedem hier klar, dass man da jetzt nun nicht eine Beziehung führt, wie man sie sonst führt. Ne? Also sexuell und so weiter läuft dann auch nicht. Ja. Nein, das passiert einfach nicht. Da gibt es auch gar keine Gedanken daran. Also weder er noch ich. Sie haben ja gerade angedeutet, dass er dann eigentlich derjenige war, der den Schritt gemacht hat. Mhm. Nach außen, in der Presse hat man aber es genau umgekehrt gelesen, dass Sie diejenige waren. Warum haben Sie das dann so nach außen in der Variante gegeben? Ja, das war, weil ich ihn so gut verstanden habe. Also ich habe ihn, ich liebe ihn ja aus tiefstem Herzen. Er ist eigentlich mein Seelenverwandter, mein Bruder. Und ich habe so gut verstanden, was das mit ihm gemacht hat, diese Krankheit. Und aus dieser tiefen Empathie heraus habe ich einfach gesagt, dann machen wir das so. Wir haben ein großes Interview gegeben damals. Ich drehte in England und es wurde per Telefon geführt und so. Ich war sehr überrumpelt, muss ich schon sagen. Aber ich habe das dann mitgemacht und habe das poetisch versucht zu verpacken, wie sich diese Beziehung auch entwickelt hat unter der Krankheit. Und deshalb. Haben Sie sich auch irgendwann mal verletzt gefühlt oder fanden Sie ihn irgendwann auch? Ja, natürlich war ich da verletzt. Ja? Natürlich war ich verletzt. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und ich habe die Fragen eigentlich auch nie beantwortet bekommen. Ich musste also selber therapeutisch denken, um zu verstehen, was ist mit dem Mann passiert? Warum ist das so? Warum hat er sich jetzt so verhalten? Fanden Sie das auch undankbar? Nein. Und das war nämlich auch genau der Punkt. Mhm. Er hätte sich, also deswegen haben wir das auch so an die Presse gegeben, weil er hätte natürlich in der Umwelt als undankbar dagestanden, wenn er sich jetzt getrennt hätte und so. Und das wollte ich ihm auch ersparen irgendwie und habe gedacht, dann machen wir das halt so. Ja? Also das wird auch jeder verstehen, der sich da hineinversetzen kann. Sie haben ja gesagt, Sie wissen gar nicht genau bis ins Letzte, was da eigentlich passiert ist. Vielleicht können Sie uns aus Ihrer Erfahrung sagen, jetzt nicht natürlich, was diesen Fall angeht, sondern allgemein. Was kommt denn auf eine Liebe zu, wenn so eine schwere Krankheit ins Leben und in diese Liebe hineinfällt? Also ich denke, was Sie beschreiben, ist etwas, was ja deutlich wird, dass einer gibt mehr, nämlich Sie, und sehr, sehr viel, bis zuletzt, also alles, um das zu tun, was dem Partner gut tut, bis hin zu pflegerischen Handlungen, all das ist viel, viel geben und der andere nimmt ganz viel. Das heißt, diese Polarität, geben und nehmen, die sonst in, ich sag's mal, glücklichen Paarbeziehungen so sich darstellt, dass es einigermaßen ausgeglichen ist. Einer gibt, der andere nimmt, kommt in eine Nehmschuld und es gibt einen automatischen Impuls, zurückgeben zu wollen. Und diese Bewegung, die findet man bei Paaren, die sich subjektiv als glücklich bezeichnen, häufig. Und jetzt gerät es in eine Schieflage. Und jetzt ist Ihr Partner immer mehr in eine Nehmschuld gekommen. Und dann kommt bewusst oder unbewusst ein Unwohlzustand in Gang. Wie kann ich das je wieder ausgleichen? Also, und der einzige Ausgleich kann ja nur sein Anerkennung und Dank. Man kann ja nicht sagen, irgendwann bist du auch mal ganz krank und dann gebe ich alles zurück. So ist das Leben nicht. Ja, und diese Schieflage kann durchaus so belastend sein, dass es manchmal auch problematische Pflegebeziehungen gibt, dass dann Hilfen nicht mehr angenommen werden können. Oder selbst, ja, also die größte Leid ist eigentlich, was ich auch so kenne von Patienten, ist, dass sie dann sagen, es ist nicht so sehr die Krankheit, sondern wie kann ich das je wieder gut machen, was meine Frau da tut oder mein Mann da tut? Und vielleicht ist so etwas passiert. Sie haben ja auch Vorschub geleistet, wenn ich das so hart sagen darf. Inwiefern?
Vorschub geleistet, indem sie seinen männlichen Manövern gestattet haben, sich so auszuagieren, in Danklosigkeit, in Herzlosigkeit. Ich merke richtig, wie mein Herz anfängt heftig zu schlagen, wenn ich das höre, weil das, was Sie abstrahlen auf mich, kann ich mir sehr gut vorstellen, was Sie seelisch, handwerklich, finanziell geleistet haben. Und ich finde, in einer Beziehung, in der keine Dankbarkeit, und zwar nicht in der Banker, in der Do-Ut-Des Ausgeglichenheit, sondern in einer Herzensangelegenheit herrscht, ist zum Scheitern verurteilt, befürchte ich. Und man hat selbst den Anteil daran, wenn man dem anderen so viel Raum zugestattet. Ihre Rede spricht natürlich von einer großen Liebe ihm gegenüber. Sie geben ihm das Forum am Anfang dieser Liebe und sie geben ihm jetzt wieder das Forum der Undankbarkeit. Und das macht mich richtig wütend. Aber ich bin richtig glücklich damit. Ich bin völlig glücklich damit, dass die Qualität der Liebe sich verändert hat. Ich sehe das übrigens nicht so mit dem Vorschub an Undankbarkeit oder so. Ich habe auch keine Dankbarkeit erwartet jemals. Also da können Sie das natürlich umdrehen und sagen, damit geben Sie den Vorschub der Undankbarkeit. Mhm. Aber ich bin sowieso ein gerngebender Mensch und ich bin auch ein sehr versöhnlicher Mensch und ich liebe viele Menschen und das macht einen ausbeutbar. Ich lasse mich nicht ausbeuten. Ausbeuten lasse ich mich nicht. Sind Sie im Moment in einer Beziehung? Das würde ich so nicht sagen. Das ist schon angedeutet. Nein, ich möchte darüber auch nicht reden. Ja, nee, muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht sein. Es ist ja auch schön, Freiräume zu haben, aber ich will da jetzt auch nicht tiefer eindringen. Geht es ihm denn gesundheitlich gut? Ja, ihm geht's wunderbar. Ihm geht's wunderbar. Er hat vorgestern mit mir einen Text gemacht, weil ich gerade für ein neues Theaterstück probe. Und er ist jetzt das 4,5-jährigste Jahr krebsfrei. Und wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Sie standen auch gemeinsam auf der Bühne. Und übrigens sorgt er sich auch immer ganz viel um mich und umsorgt mich auch und so weiter. Es ist schön zu hören, dass es Ihnen beiden auf jeden Fall nach wie vor gut geht. Jetzt mal, auch abgesehen von einer solchen schweren Krankheit, lieber auf dem Prüfstand, in welchen Situationen wird eine Liebe immer wieder auf den Prüfstand gestellt im Laufe einer Beziehung? Also man könnte ja sagen, es gibt sogenannte vorhersehbare kritische Lebensphasen und unvorhersehbare Krisen. Vorhersehbar ist, dass ein Paar am Anfang erstmal Paar werden muss. Also diese verbindliche Liebe eingehen ist ja schon mutig. Das kann krisenhaft sein. Dann gibt es einen krisenhaften Übergang und das ist auch ein Prüfstein vom Paar zur Familie. Sicherlich einer der schwierigsten. Nicht umsonst sagen Paare, wenn man sie fragt, wann haben die Schwierigkeiten angefangen, als die Kinder kamen. Und Kinder sind ja eigentlich was Wunderbares. Aber da ist ein kritischer Übergang. Und dann gibt es die Phase, da gehen die Kinder aus dem Haus. Und wenn man jetzt mal diesen Lebensweg geht mit Kindern, dann ist das auch ein Prüfstein für Paare, wieder Paar zu werden, also auch eine Entwicklungsherausforderung, wieder Mann und Frau zu sein, nicht mehr Vater und Mutter. Wenn man das jahrzehntelang praktisch anders gelebt hat in den Rollen, ist das wirklich wie ein Neubeginn, der krisenhaft sein kann. Nicht umsonst haben wir da auch erhöhte Scheidungszahlen noch einmal an dieser Stelle. Ja, und dann gibt es noch einen vorhersehbaren Übergang aus der Arbeit herausgehen, plötzlich 24 Stunden zusammen sein. Wenn man vorher durch die Arbeit getrennt war, hat man doch eine ganze Menge kompensieren können an Unterschieden. Und plötzlich sitzt man 24 Stunden zusammen. Und auch das kann krisenhaft sein, gemeinsam alt zu werden und unterschiedliche Einschränkungen der Lebensqualität zu erfahren und das mit Wohlwollen und Geduld zu begleiten. Das sind die sogenannten vorhersehbaren Prüfstein. Und dann gibt es noch die ganzen unvorhersehbaren, wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflege, Sucht. Suchterkrankungen oder eben aller Art Dinge, die unser Leben noch so betrüben können und wo Partnerschaft auf dem Prüfstand steht dann. Ja. Frau Schwager, Ihre Beziehung mag manchen ungewöhnlich vorkommen. Sie sind mit Nadim zusammen, der kommt aus Pakistan, ist 27, ungefähr 30 Jahre jünger als Sie. Sie leben im Moment gemeinsam in Italien und können auch nicht in die Schweiz zurückreisen. Das ist eigentlich Ihr Zuhause. Da leben Sie in Thurgau, im
im Kanton Thurgau in der Schweiz. Sie haben eine Tochter, die ist 21. Sie haben auch einige Beziehungen im Leben gehabt, waren zuletzt aber so 16 Jahre, glaube ich, solo. Welche Erfahrungen haben Sie mit Männern gemacht vor ihm? Wie würden Sie das so beschreiben und mit Beziehungen? Also ich hatte innige Beziehungen, aber auch schwierige. Also ich wurde auch geschlagen zum Beispiel und so. Also nicht schöne Sachen, aber ich hatte innige Beziehungen und habe es gelebt. Und dann ist meine Tochter auf die Welt gekommen und ich habe mich dann sehr schnell von ihrem Vater getrennt, weil es ging einfach nicht. Er war nur noch im Restaurant trinken und hat mich alleine gelassen mit dem Kind und habe ich gesagt, dann bin ich lieber ganz alleine als so und bin weggegangen und dann war ich 16 Jahre alleine ohne Mann und habe meine körperlich behinderte Tochter durch ganz viele Operationen begleiten müssen, wollen, dürfen und das hat mich dann kaputt gemacht und ich habe nie mehr geglaubt, dass ich noch eine Beziehung haben werde. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich alleine bin. Abgeschlossen. Ja, ja. Und dann bin ich mit dem Elektromobil und meinen Hunden, ich habe zwei Hunde, spazieren gegangen und dann habe ich Nadine gesehen und wir haben uns gegrüßt, aber nicht gesprochen und ich habe mich in sein Lachen verliebt. Es war... Ach. Und dann haben wir uns 3-4 Wochen nicht mehr gesehen und ich bin auf die Gemeinde gegangen eines Tages und da kam er aus dem Büro raus, wo ich rein musste und haben wir uns wieder gegrüßt und dann bin ich rein und als ich rauskam, hat er gewartet auf mich draußen und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und er wollte sich mit mir verabreden. Und wie haben Sie sich verständigt? Also Englisch. Aber er konnte nicht gut Englisch. Mhm. Aber irgendwie ging's. Und ich musste dann aber mit meiner Tochter ins Spital. Und da haben wir uns erst auf den Abend verabredet. Und er ist zu Hause nach Hause gegangen, hat gegoogelt, wie er Englisch lernen könnte. Er war ganz aus dem Häuschen. Mhm. Und so haben wir uns getroffen um 6 Uhr dann abends und haben uns verliebt. Es stammt aus einer anderen Kultur, ist bedeutend junger. War das auch ein Reiz, diese Unterschiede für Sie? Für mich gar nicht. Ich habe mich in die Person verliebt. Und in den Blick, in die Augen. Ja, ja, ja. Und die kulturellen Unterschiede, die sind natürlich da. Und wir haben auch unsere Diskussionen immer wieder und Fights. Weil, ja, es ist nicht einfach. Aber bleiben wir erst mal beim Anfang. Sie haben sich verliebt, dann hat sich da was entwickelt. Waren da auch Zweifel bei Ihnen? Ja. Inwiefern? Inwiefern? Ich habe nicht geglaubt, dass so ein hübscher Mann mich liebt. Das waren meine Zweifel, weil ich habe nicht ein sehr großes Selbstbewusstsein natürlich. Und, ja. War da auch der Zweifel, ob er vielleicht eine Beziehung sucht, um bleiben zu können? Weil, Das war nicht. Weil er war es nicht. Er hat nicht gewusst, dazumal, er war nicht lange in der Schweiz, er hat nicht gewusst, dass man mit Heiraten die Papiere kriegt und so. Das habe ich ihm dann erzählt und es war nicht das. Das habe ich nie gespürt. Aber es waren diese Zweifel da, die Sie jetzt beschreiben, so nach dem Motto, was will er jetzt von mir, so ein junger, hübscher Mann, weil Sie sagen, Sie hatten nicht so das Selbstbewusstsein. Was hat diese Zweifel denn dann entkräftet? Was hat Ihnen nach und nach auch das Gefühl gegeben und auch die Sicherheit gegeben, dass er es ernst meint? Das Zusammenleben, der Alltag. Weil er zeigt mir so in vielen kleinen Dingen, dass er mich wirklich liebt, dass ich ihm wichtig bin. Er macht so viel für mich. Also es ist unglaublich. Das würde kein Schweizer machen. Er kocht, er putzt, er einkaufen, er geht mit den Hunden. Er macht alles. Das ist ein gutes Leben. Ne? Also das hört sich gut an. Er war, glaube ich, schon 1,5 Jahre in der Schweiz, bevor er sie kennengelernt hat, kommt aus Kaschmir, aus dieser Region zwischen Pakistan und Indien, ist dort vor dem Krieg geflohen. Wie gesagt, ist deutlich jünger. Wie hat denn,
Wie hat denn das Umfeld, wie haben denn andere auf Ihre Liebe reagiert? Ganz negativ, ganz negativ. Wir haben in der Schweiz, wir versuchten dann ziemlich schnell zu heiraten, weil ich habe dann gesagt, ich heirate dich. Das war von mir aus, nicht von ihm, nicht von ihm aus. Und dann haben wir, sind wir auf die Behörden gegangen und es wurden nur Steine uns in den Weg gelegt. Also ganz, ganz schlimm. Weil alle haben geglaubt, das ist nur eine Papierheirat und nicht die Liebe und nur der Fake. Und darum kämpfen wir immer noch. Wir sind immer noch nicht offiziell verheiratet. Und jetzt sind die Papiere in Islamabad, Pakistan. Und auch die Botschaft in Pakistan, die unterstützt uns überhaupt nicht. Die legt uns nur Steine in den Weg. Also ich verstehe das nicht. Also Sie haben das Gefühl, da werden Ihnen Steine in den Weg gelegt. Das eine sind ja die Behörden. Was war mit Ihrer Familie? Was war im privaten Umfeld? Wie haben die reagiert? Ja. Ich habe nicht so viele Freunde mehr und meine Tochter ist gar nicht begeistert. Sie steht gar nicht hinter mir. Meine Mutter kennt ihn nicht, hat sich nie darum bemüht, um ihn kennenzulernen. Und Und seine Familie lebt, glaube ich, noch in Pakistan? Ja. Waren Sie schon mal dort? Wissen die von Ihnen? Die wissen von mir. Ich spreche auch mit ihnen, mit denen, die Englisch können. Und wir haben Videoanrufe, wir mailen und chatten und alles. Und ich kenne alle seine Familie. Und die stehen hinter uns, voll und ganz. Für sie ist der Altersunterschied nicht relevant. Das ist nicht wie bei uns in Europa. Sie haben aber gesagt, bei Ihnen ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ist nicht alles immer toll. Und man kann sich ja auch fragen, diese kulturellen Unterschiede, wo führen die dann doch zu Reibungen? Wie ist es zum Beispiel mit dem Frauenbild? Hat er ein anderes Frauenbild als Sie? Vom Islam her hat er ein anderes Frauenbild, das ist ganz klar, aber er lebt es nicht so. Also er zeigt mir das nicht, er behandelt mich nicht so, wie man das denkt im Islam. Er trägt mich auf Händen. Und, in Pakistan sind ja zum Beispiel auch arrangierte Ehen durchaus noch üblich. Ja. Und auch jungfräulich in die Ehe zu gehen, ist jetzt auch keine Seltenheit. War das ein Problem für ihn? Nein. Gar nicht. Überhaupt nicht. Er war anderthalb Jahre in der Schweiz und er hat sich sehr geöffnet. Ich muss das ihm ein Kompliment machen. Er hat sich wirklich geöffnet. Er ist offen. Er lebt seine Kultur, aber er überträgt sie nicht auf mich und er lässt mich. Man muss aber dazu sagen, es hat auch schon mal gekriselt bei Ihnen. Ja. Also er hat sie sogar mal, glaube ich, im Streit geschlagen. Was war da los? Ich weiß es nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Aber es war eine Ohrfeige und er hat sich entschuldigt und er hat gesagt, es kommt nicht mehr vor und ist auch nicht mehr vorgekommen. Waren Sie dann erstmal weg? Oder? Nein. Aber Sie waren sauer oder haben Sie was natürlich. Ja, also das. Natürlich, wir streiten mit Worten und wir werden laut und so. Und wir haben unsere Streitpunkte, aber ich kann das gar nicht so. Das sind so kleine Dinge im Alltag. Wie haben Sie dann wieder zusammengefunden nach dem Streit? Kein Problem. Kein Problem. Wir haben ja gerade gehört, dass auch eine Beziehung auf Augenhöhe wichtig ist. Haben Sie den Eindruck, Sie sind da auf Augenhöhe, Sie beide? Ja. Trotzdem Altersunterschied. Trotzdem, ja. Nun wird es diese Skepsis geben, die Sie ja selbst auch hatten. Mensch, wie ist das mit diesen Unterschieden vom Alter und so weiter? Sind das Fragen? Sie waren gerade so richtig schön weit vorne gebeugt hier, weil es schien Sie richtig zu interessieren, was Frau Schwager sagt. Sind das Fragen, die Sie sich auch stellen? Ja, aber was mich oder unsere Beziehung angeht, hat es im weitesten damit zu tun, weil Friederike Hassauer kommt aus einem erzkatholischen Haushalt und ich komme aus einem erzkalvinistisch-pietistisch-protestantischen Haushalt. Und das sind in unserer Kultur schon solche
enormen und eigentlich nicht überwindbaren, für Fundis nicht überwindbaren Grenzen, dass ich das nahezu nicht nachvollziehen kann, was Sie erzählen. Sagen Sie denn grundsätzlich, Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern? Ich würde sagen, beides. Was sagt die Expertin? Ist das die Mischung? Er hat recht. Ja. Ich weiß es nicht. Also es wird, nein, ich würde sagen, es gibt natürlich viele, viele Studien, die belegen, dass das Ähnlichkeitsprinzip für die Dauerhaftigkeit einfacher ist. Also ähnlicher Stand, ähnliche Herkunft, ähnliche Kultur, das ist schon leichter. Aber die Attraktivität ist natürlich durchaus gegeben, dadurch, dass der andere etwas lebt, was ich nicht habe, hat es auch eine magische Anziehung. Also mit dir fühle ich mich ganz. Also du lebst etwas für mich. Ja? Er ist ja auch etwas, was er lebt, etwas, was ihnen gut tut, was ihnen fehlte. Sie haben vom Selbstwert gesprochen und er gibt ihnen das Gefühl, wichtig zu sein. Und so ergänzt sich das und dann verschmilzt es so. Und von daher ziehen sich natürlich Unterschiede auch an. Aber wenn man auf die Dauer schaut, also dann haben die mit dem ähnlichen Prinzip eine bessere Prognose. Was macht Ihre Beziehung aus? Mehr die Gemeinsamkeiten oder mehr die Gegensätze? Unsere Beziehung? Ja. Die Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Ja, sind welche Gemeinsamkeiten sind das bei Ihnen? Ja, wir sind beide häuslich, sage ich so. Ne? Ja. eher von ruhiger Natur. Ja. So, also keine so Durchbrecher jetzt, ne? Aber man findet sich und findet sich auch gut in den Gemeinsamkeiten. Ja. In der Beziehung hatten Sie ja nicht nur mit kulturellen Hürden zu kämpfen, sondern Sie waren auch im letzten Jahr durchaus in den Schlagzeilen, weil Sie an der deutschen Grenze verhaftet wurden, sogar ins Gefängnis gegangen sind. Warum? Ich bin mit Nadim, wir waren in Italien und uns war langweilig. Wir hatten noch ein bisschen Geld und uns war langweilig, immer zu warten, warten, warten. Da habe ich gesagt, komm, ich zeige dir ein bisschen Österreich, Deutschland und dann an die Schweizer Grenze. Ich wäre dann in die Schweiz schnell etwas erledigen gefahren und er hätte gewartet und dann wollten wir wieder zurück nach Italien. Und da haben uns die deutschen Behörden abgefangen, auf der Autobahn rausgenommen und ins Gefängnis geworfen und ich wurde als Schlepperin dargestellt, obwohl ich gesagt habe, das ist mein zukünftiger Mann und ich hatte keine Absicht zu schleppen, also ich bin ja nicht blöd. Wie lange waren Sie im Gefängnis? Ein Monat in Untersuchungshaft und er auch in Abschiebungshaft. Und heute leben Sie in Italien gemeinsam, dürfen noch nicht in die Schweiz einreisen. Nein. Wie sieht es denn da jetzt aus? Haben Sie dort ein Bleiberecht? Wie finanzieren Sie sich? Wie leben Sie? Also wie kommen Sie da klar jetzt? Also im Moment ist es ganz, ganz schwierig für uns. Wir haben kein Geld, wir können die Miete nicht bezahlen. In Italien ist es etwas speziell, wenn man die Miete nicht bezahlt. Sie können einem nicht rauswerfen, weil die wollen keine Leute unter der Brücke. Wir würden unter der Brücke landen. Und jetzt sind wir noch im Apartment. Und Nadim geht morgen wieder auf die Fremdenpolizei, um die Papiere zu erneuern, was auch schleppend passiert. Also es ist unglaublich. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Dass wir Arbeit haben und zusammen, dass wir heiraten können und zusammen in die Schweiz zurückgehen können. Alles Gute dafür. Danke. Herr Roos, Sie sind derjenige hier in der Runde, der die längste Beziehung führt. 48 Jahre sind Sie mit der Romanistikprofessorin Dr. Friederike Hassauer liiert. Da führen Sie mit 10 Jahren Vorsprung vor den Kesslers hier, die 38 Jahre zusammen sind. Es war so, Ihre Frau kommt aus den besten Kreisen, kann man sagen. Da waren Sie am Anfang auch recht gern gesehen, aber als es dann ernst wurde, da hatten die Eltern von ihr dann doch ihre Schwierigkeiten mit ihnen. War das die erste Prüfung sozusagen für ihre Liebe? Ja. Ja? Wie hat sich das geäußert, dass die was gegen sie hatten? Ich glaube, der Grundimpuls war der konfessionelle Unterschied.
Also Würzburg ist eine schwarze, tiefschwarze Stadt mit 52 Kirchen, katholischen Kirchen, für jeden Sonntag eine. Und die Familie war sehr aktiv mit dem obligatorischen Kirchgang, nicht aber mit der obligatorischen Liebe und Nächstenliebe den Nächsten gegenüber. Und ich war so lange gern gesehener Gast, in dem Haus mit 5, 6 anderen Mitschülern. Denn Friederike war eine sehr begehrte Schülerin, sehr intelligent, sehr schön, sehr reich. Und die Eltern hatten schon in dem bourgeoisen Netz sich rausgesucht, wer dieses Mädchen mal bekommen sollte, denn Mädchen sind kein Lagerobst. Und irgendwann, wir haben uns gekannt und es war damals zu meiner Jugend, waren gleichaltrige Jungs für Mädchen nicht interessant. Die waren immer nach oben orientiert, also drei Klassen weiter. Friederike Hassauer war eine erfolgreiche Turniertänzerin, hatte auch immer ältere Partner und so weiter. Und einmal tut es einen Schlag und es war passiert. Das, was die deutsche Sprache so schön an Formulierungen, das Herz gebrochen, man war verknallt und so weiter. Also diese, was Ortega y Gasset diesen zeitweisen Irrsinn nennt, dieses Verliebtsein, hat voll zugeschlagen. Wobei, das ist uns, glaube ich, ziemlich schnell klar geworden, dass da etwas anderes war. Da war noch eine andere Qualität. Was für eine Qualität? Da war eine Qualität, die darauffolgende körperliche Gewalt, die finanzielle Gewalt, die Zwangsexmatrikulation, dass sie nicht studieren dürfte, obwohl sie ein Einser-Abitur hatte. Entschuldigung, aber da muss ich nachfragen, was heißt körperliche Gewalt? Ja, sie wurde geschlagen. Sie wurde geschlagen mit der Maßgabe, entweder lässt du von diesem evangelischen Teufel oder... Wurde eingesperrt, Briefzensur, wir haben daraufhin unsere Gegenstrategien. Und das ist ja das, was ich so faszinierend finde an unserer Geschichte, dieser Romeo und Julia-Geschichte, dass wir die Kraft hatten. Also es war das grausamste Erlebnis meines Lebens oder unseres Lebens. Wir haben aber doch irgendwo eine Substanz gehabt, und das muss mit tiefer Liebe zu tun gehabt haben, Strategien zu entwickeln, Geheimsprachen zu entwickeln, fremde Postbriefschaften zu schicken, die die Postzensur der Eltern unterlaufen haben, mit der Taschenlampe ganz bestimmte Lichtzeichen zu senden, damit sie weiß, wo ich bin, wie es mir geht, dass ich weiß, wie es ihr geht, wenn sie mir zurückgefunzelt hat oder eine Kerze ins Fenster gestellt. Also das war richtig Romeo und Julia pur. Da war also eine tiefe Liebe, die sich gegen Widerstände mit allerlei Finessen ihren Weg bahnen musste. So kann man es ja sagen. Ja, und verstehen Sie, das war, und wir hatten... Also wir hatten ganz wenig Beistand, weil ich weiß noch damals, das schlimmste Mal, wo sie geschlagen worden ist, sind wir sofort zu ihrem Hausarzt gegangen, der hat gesagt, es seien ein paar Kratzer, der wusste ganz genau, was passiert war, außerdem haben wir das geschildert, hat kein Attest gestellt, dann sind wir zum Jugendpfleger der Stadt Würzburg gegangen, der hat zu mir gesagt, Herr Roos, bringen Sie Ihre Friedel blutüberströmt auf einer Bahre hier rein, dann schreite ich ein, vorher kann ich das nicht. Und da wussten wir, entweder fliehen wir oder machen was noch Schlimmeres. Das noch Schlimmere, was wir schon sehr detailliert geplant hatten. Und das zeigt auch wieder das irre Selbstbewusstsein von diesen beiden 18-, 19-Jährigen, dass die das Kampffeld nicht diesen Eltern überlassen wollten und denen auch noch den Triumph geben, dass die beiden etwas tun, was ihr Problem erledigt und diese enormen, auf uns war eine Detektei angesetzt. Jeder einzelne Schritt, den wir gemeinsam getan haben, war 5 Minuten später in der Detektei und 3 Minuten später bei den Gegeneltern. Also man sieht, wie viel Widerstand da am Anfang war, aber vielleicht hat das ja auch dazu geführt, dass Sie relativ schnell dann auch gesehen haben, welche tiefe Liebe sie verbindet und welche besondere Qualität, die Sie ja umschrieben haben, sie auch verbindet. Reden wir jetzt mal über die 48 Jahre und auch über Ihre Beziehung heute in
einer gewissen Hinsicht. Wie halten Sie es denn mit der Treue? Die Treue ist neben Ehrlichkeit, absoluter Klarheit, ein Hauptaugenmerk. Mhm. Das zeigt sich schon, wir haben neulich lustigerweise ausgerechnet, dass ich bin Frühaufsteher und wenn ich morgens durch den eigenen oder den inneren und den fremden Wecker aufwache, um 5 oder 6, bin ich hellwach, während sie Langschläferin ist. Und deswegen haben wir neulich mal in so einer humorigen Situation ausgerechnet, dass ich ihr 17.968 Tassen Tee ans Bett gebracht habe. Das war also, wer kann das von sich behaupten? 17.968. Das fand ich sehr schön. 968 Tassen. Also da spürt man doch, wie viel Liebe da ist. Ich habe den Eindruck, dass diese Stärke dieser Liebe diesem Widerstand von außen auch deswegen standhalten konnte, weil sie so stark war. Und ja, da muss diese Substanz da gewesen sein, für die wir nichts können, aber jetzt kommt der Punkt. Aber noch etwas anderes, wenn ich das noch ergänzen darf. Möglicherweise bedingt sich das auch gegenseitig, denn eine Liebe, die nicht sein darf, die hat natürlich eine besondere, wie sagt man, einen besonderen Reiz, auch nicht, wie sagt man, sich das nehmen zu lassen. Und dann verstärkt sie sich auch. Also die Umgebung, die Eltern haben dadurch wahrscheinlich sie noch viel mehr zusammengebracht, weil sie so bekämpft haben. Also das man war hat ja kaum eine Zeit, sich zu Vaters. Prüfen. Man hat etwas Gemeinsames Drittes, nämlich einen elterlichen Feind. Also wir hatten den Feind und der Feind war völlig der klar umrissen. Genau. Und den haben wir aber ab einer trotz der Gewalttätigkeiten auf der ganzen Ebene und dieser sukzessive Enterbungsprozess von Friederike Hassauer, von einer Raffinesse konstruiert, wunderbar, kann man nur bewundern, so etwas, ist natürlich irgendwann mein Vater eingeschritten und hat zu Friederike Hassauers Vater gesagt, sind Sie wahnsinnig? Das, was Sie tun, ist der Garant dafür, dass diese beiden zusammenbleiben. Genau. Das war für uns zu dieser Zeit aber überhaupt nicht der Punkt mehr. Weil wir wussten, wir interessieren uns für Literatur, wir interessieren uns für die Welt, für geistige Dinge und so weiter und so fort. Und es war für mich völlig klar, dass ich von dieser Frau nicht ablasse. Herr Roos, Sie interessieren sich für Literatur, Sie interessieren sich für geistige Dinge. Was haben Sie denn gemacht in diesen ganzen 48 Jahren, wenn Sie eine andere Frau gesehen haben, die Sie spannend fanden, die Sie faszinierend fanden und Sie hatten den Eindruck, da ist eine Schwingung, da kommt was zurück. Was haben Sie dann gemacht? Das ist ein Problem, was uns, nachdem wir diese gefährliche Klippe zwischen dem vermaledeiten Verlieben und dem, was man Liebe nennt, umschifft haben. Das war eine ganz, ganz große Krise, weil wir plötzlich gemerkt haben, da ist der ganze Sprit weg, da ist die ganze Kraft weg, da verändert sich etwas. Und wir waren völlig hilflos, weil wir hatten ja keine Vorbilder. Mhm. Gucken Sie mal, was wir für Vorbilder hatten. Etwa Adenauer oder etwa Willy Brandt, der nach jedem Rock gehüpft ist und so weiter und so fort. So, und dann stellen wir natürlich fest, trotz dieser zutiefst geerdeten Gefühl, dass wir beide. Weil Sie vorhin gesagt beide. Haben, ich okay, allein, nein, beide, ich verstehe. Beide Gefühle haben, die auf der Basis unserer beider Gefühle nach draußen gehen. Nach draußen. So, was machen wir dann? Ganz, ganz großes Problem. Wir haben beobachtet, dass Paare in unserer Umgebung daran scheitern. Bei uns wir sind sehr vertraut mit dem Gefühl der Eifersucht. Aber wir haben das wir haben das nicht kasernisiert, sondern wir wissen, dass es das gibt und können damit umgehen. Die Frage ist... Ja, aber die Frage ist, wie Sie damit umgehen. Ja, die Frage ist, also jetzt nehme ich mal ich mich als Warum Beispiel. Also da ist jetzt eine Frau, Sie lernen sie kennen. Ja. Was passiert denn dann? Wie weit gehen Sie denn? Was machen Sie denn dann? Also, mal jenseits aller schönen Worte. Da ich mich täglich sowieso 4-mal verliebe in einen Füllfederhalter, in eine Frau, die vorbeigeht, in einen schönen Blick und in ein gutes Buch, ist das schon mal, kann ich schon mal die Frau, die um die Ecke ist, ist sozusagen, hat sich erledigt. Es gibt natürlich aber Gefühlsaufwallungen. Diese, Entschuldigung, Liebe ist eine wirkliche Sauarbeit. Und wenn man diese Liebe erhalten will zwischen die sich bewährt hat,
Und trotzdem sind diese Gefühle da, muss man damit umgehen, genau. Die muss man ventilieren. Und wenn Sie ein Buch haben und haben ein gutes Buch, dann legen Sie es ja nicht zur Seite. Und wenn Sie mehrere Bücher lesen, ja, haben Sie mehrere Bücher. Ja. Jetzt haben Sie aber eine Frau, legen Sie die Frau zur Seite. Ja, jetzt kommt es darauf an, wie tief ist das Gefühl, ja, und welche Gefährdung ist in diesem Gefühl drin. Ja. Und da ist eines unserer mühevoll erarbeiteten gemeinsamen Prinzipien, dass entweder Friederike Hassauer zu mir oder ich zu ihr sage, wenn wir nicht längst beide das gemerkt haben, dass ich sage, oh, da ist ja dieser Mann, der hat ihr aber leider sehr gut gefallen oder irgendwie, mhm, das kränkt einen natürlich oder, mhm, fragt einen, warum fährt die jetzt plötzlich auf diesen Dödel da ab? Ne? So, wer bin ich, dass du auf diesen Dödel da abfällst? So, dann reden wir nicht, und das ist das absolute Prinzip in unserer Beziehung, dass da geredet werden muss in einer Offenheit und Ehrlichkeit und Radikalität, die an die Schmerzgrenze geht, weil man muss ja ausventilieren, realisierst du diese Verliebtheit, und dann muss man wissen, es ist nur eine läppische Verliebtheit. Aber wie weit lassen Sie sich in dieser Verliebtheit treiben? Das ist, ja, und das ist immer die Gratwanderung. Also ist Sex außerhalb okay oder nicht? Diese Frage empfinde ich als nahezu pornografisch. Nehmen wir Sex als aufgeweilte Gefühle, die sich Ausdruck verleihen können in vielerlei Hinsicht, in einer zarten Berührung, in einem Miteinander, in verbalen, erotischen, kleinen Fantasiemärchen. Nehmen wir es so, dann hat es nichts Pornografisches mehr. Sie sollten ein erotisches Nachtcafé mal machen. Ja, Sie sind eingeladen. Ja, gerne. Aber es ist ja so. Den Begriff Seitensprung kennen wir nicht. Den habe ich nicht gewählt. Nein, aber geht in diese Richtung. Ja. Mhm. Es geht in der ersten Linie darum, ein Gefühl zu realisieren oder nicht. Mhm. Und wie weit kann das realisiert werden, ja, ohne die Ursprungsbeziehung zu gefährden. Es ist keine Liebelei, es ist ein echtes Gefühl, aber das scheitert meistens schon beim ersten Kinobesuch. Weil ich nur mit Friederike Hassauer ins Kino gehe. Weil ich nur mit Friederike Hassauer ins Theater gehe, in Vortrag gehe, in Oper gehe und sonst was. Weil zu einem gemeinsamen Theaterbesuch gehört der Geruch des anderen, gehört die Hand, die man nimmt, wenn man Angst hat und so weiter. Also ich kann mit fremden Leuten, das ist wie ein One-Night-Stand für mich, mit einer fremden Frau ins Theater zu gehen. Und dann stelle ich plötzlich fest, diese blöde Tussi, in die ich so knallverliebt war, kichert in einem Film, wo der ganze Kinosaal weint, kichert die. Und dann denke ich, um Gottes Willen, bist du wahnsinnig, zurück zu Friederike. 48 Jahre, wir hoffen einfach, dass für Sie beide noch ganz viele poetische und kraftvolle Jahre dazukommen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir Sie hier so sehen, dann haben wir da überhaupt keine Bedenken. Vielen Dank, Herr Roos. Danke. Herr Echternach, kommen wir gleich zu Ihnen. Ihre Beziehung war auch ja mal auf für immer gedacht. Nun muss man sagen, dass Ihre Liebe diesen Prüfungen nicht standgehalten haben, sondern im Gegenteil, sie hatten auch noch ein quälendes Ende für sie, sogar bis heute. Mhm. Aber wenn man nochmal zurückgeht, sie haben ja mal geliebt, sie haben auch ihre Frau mal geliebt, sie kannten sie schon aus Kindertagen. Mhm. Sie sind dann auch relativ schnell, nachdem sie sich gefunden hatten, zusammengezogen. Mhm. Dann 2-3 Monate später ist Sie schon schwanger geworden, Sie haben dann auch geheiratet. War es denn ein Wunschkind? Würden Sie trotzdem sagen, es war ein Wunschkind? Der erste und das zweite waren definitiv Wunschkinder. Ja. Ich war vielleicht auch ein bisschen überrumpelt damals, vielleicht auch positiv überrascht, wie schnell sie dann gesagt hat, weil sie ist ja Japanerin, muss man dazu sagen, wie schnell sie dann gesagt hat, frisch getrennt von ihrem ersten spanischen Ehemann, wie schnell sie dann nach Tokio praktisch zurückgeflogen ist und die Wohnung aufgelöst hat und gesagt hat, wenn du nichts dagegen hast, dann komme ich zu dir.
uns hat ja schon sehr lange etwas verbunden. Ja? Mhm. Also wir waren ja auch in der Grundschule sehr eng befreundet. Also wir waren mindestens fast jeden zweiten Nachmittag zusammen. Von daher war das natürlich jetzt was, was dann im sagen wir mal Mitte 30 jetzt nicht gerade auf den ersten Blick unangenehm ist, sondern eigentlich was sehr Schönes. Ja? Also ganz, ganz viele Leute verbringen ein Leben damit, eigentlich nach dem richtigen Partner zu suchen. Und wenn sie zumindest schon mal ein bisschen mehr das Gefühl haben, dass sie da hinkommen, mhm, dann sind sie schon gottfroh teilweise. Ja? Mhm. Allerdings muss man sagen, hat es dann die Zeit des Glücks war dann doch relativ kurz. Wann kamen die ersten Schwierigkeiten und wie haben die sich gezeigt? Also die erste Schwierigkeit war definitiv mit der Schwangerschaft. Kinder sind, haben Sie ja vorhin schon angedeutet, immer so ein bisschen eine Herausforderung. Das war aber relativ gut handelbar. Die erste Schwangerschaft war mit ein bisschen, also zum Beispiel in einer niedrigen Plazenta. Es war nicht ganz sicher, ob das alles glücklich läuft. Aber interessanterweise haben wir zu dem Zeitpunkt sehr gut zusammengehalten und es auch gemeinsam durchgestanden. Zum Beispiel hat ja unser erstes Kind, ist ja auch mit zwei Daumen am rechten, an der rechten Hand geboren worden. Haben wir alles super durchgestanden, aber beim zweiten Kind dann, da war dann auf einmal was ganz anders. Also da kam dann zu der, sagen wir mal, normalerweise üblichen leichten Schwangerschaftsdepression schon auch noch so eine Aggression dazu. Und was das Ganze dann natürlich enorm belastet hat, war die Tatsache, dass die Schwiegereltern wirklich zweimal drei Monate, also ein halbes Jahr rübergekommen sind und einfach mit im Haus gewohnt haben, auf 70 Quadratmeter. Warum? Die waren einfach da. Mhm. Ja. Die waren dann einfach da. Und warum haben sie das zugelassen? Ja, was wollen sie denn machen? Wollen sie die vor die Tür setzen? Ja, also man fragt dann schon nach, was hast du dir dabei gedacht? Ja, die helfen mir. Mhm. Und wenn ich danach gefragt habe, wie lange wollen die denn bleiben, habe ich als Antwort bekommen, ja, das muss man sehen. Und so wurde es dann immer. Und ich habe genau gewusst, also ich habe dann irgendwann mal schon geblickt, wie das Ganze lief und habe dann genau gesehen, an dem Tag, an dem praktisch der Flug, konnte ich genau drei Monate in die Zukunft und wusste genau, an dem Tag fliegen sie ab. Und genau so kam es dann auch immer. Und wusste genau, jetzt ist drei Monate Pause. Und dann irgendwann mal, dann waren die wieder vor der Haustür. Es ging auch um Konflikte, um Geld. Unglaublich, unglaublich. Also sie hat zum Beispiel die Forderung gehabt, sie hat nicht gearbeitet, muss man dazu sagen. Sie wollte ein Kindermädchen, eine Putzfrau und eine Zugefrau. Wo ich dann gesagt habe, ich verdiene jetzt nicht schlecht. Ja. Aber was machen Sie beruflich? Nur, dass also ich bin in der IT, im Online-Marketing. Ja. Ja. Mhm. Also ganz, ganz viel mit Zahlen und Bildschirmen und Rechner. Mhm. Also sehr spannend, aber ist auch nicht schlecht bezahlt. Kann man sehr gut davon leben. Aber nur, wenn man natürlich jetzt nicht irgendwelche, sag ich mal, etwas übertriebenen Vorstellungen hat. Ja. Also, ging es ihr denn wirklich ums Geld oder ging es ihr darum, dass sich nicht alles um Kinder und Haushalt drehen soll? Weil Sie ja gesagt haben, sie hat nicht gearbeitet. Ich glaube, es ging ihr vor allem um Macht. Also die Beziehung war unglaublich von Machtkämpfen durchsetzt. Und das ist was, das war ich natürlich überhaupt nicht gewöhnt. Von den Großeltern über die Eltern waren eigentlich immer Beziehungen auf Augenhöhe geprägt. Wenn Person A die Meinung A hatte, Person B hatte die Meinung B, war es sehr oft so, die haben dann miteinander diskutiert und haben dann Meinung C oder D gefunden. Ja? Mhm. Weil da war, und das war alles überhaupt nicht möglich. Und mir ist das erst klar geworden, als ich die Eltern dann beobachtet habe. Ich spreche ja kein Japanisch, aber die Gestiken waren sehr, sehr deutlich und habe dann ein bisschen mehr hinterfragt. Und in der Zeit, in der ich dann auch allein war, habe ich dann auch den Kontakt zu ihrem ersten Ehemann gesucht. Und der hat mir dann interessanterweise Geschichten erzählt, die ganz, ganz viele Parallelen zu meiner Ehe aufwiesen. Der war 9 Jahre lang mit ihr verheiratet. Spanisch, streng katholisch, hat sich immer bemüht. Ja, da haben wir es wieder mit dem Katholischen. Ja. Nee, aber hat wirklich lange dran festgehalten, vielleicht auch zu lange. Ja, und ich habe dann in meiner Verzweiflung irgendwann gesagt, pass auf, ich trenne mich jetzt von dir. Das ist mir nicht leicht gefallen. Das hat dann eigentlich darin eskaliert, dass dann die Eltern noch mehr sie begluckt haben, das kann man wirklich so sagen, und dann eigentlich darin dann geendet, dass sie dann die Scheidung eingereicht hat. Habe ich mir gedacht, gut, ist jetzt auch nicht das Tragischste, kümmerst du dich um die Kinder. Ja, weil es war wirklich klar, es war nie zum Funktionieren verurteilt, ja, sondern nur zum Scheitern. Aber man hört ja hier gleich mehrere Dinge. Es gab Konflikte ums Geld, es gab Konflikte, weil die Schwiegereltern da waren, es gab Konflikte darum,
wer macht was zu Hause und so weiter. Also da kommen ja, ist das häufig so, dass dann gleich mehrere Konfliktfilter zusammenkommen? Dann kommen die Kinder, wie Sie schon angedeutet haben, also die sich dann so bündeln und zum Prüfstand für die Liebe werden? Also dieser Übergang vom Paar zur Familie, den Sie da auch erlebt haben und gerade noch mal zum zweiten Kind, da verdichtet sich das noch einmal mehr. Der bringt ja die Partner auch so weit auseinander, gerade mit diesem Familienmodell, wo sie zu Hause blieb, ihre Frau, und sie arbeiten gingen, da trennt sich das immer mehr. Das heißt, sie leben eigentlich in zwei Welten und wenn sie zusammenkommen, kommen sie auch aus zwei Welten. Und hier kommt ja noch eine weitere Welt hinzu, nämlich die Welt der Herkunftsfamilie, mit der ihre Frau sehr eng verbunden war. Ja, das Schlimme war, dass bei der Familie, bei meiner Ehefrau, wir sind ja immer noch verheiratet, die Mutter das absolute Sagen hatte. Also der Vater war ein Waisenkind, hat auch ihren Namen angenommen und konnte sich im Japan der 60er oder 70er Jahre unmöglich trennen. Wäre der gesellschaftliche Tod. Das hat die Mutter gnadenlos ausgenutzt. Das habe ich gemerkt an den Gestiken. Und was auch zum Beispiel komplett unerwünscht war, wenn ich mich um die Kinder gekümmert habe. Das waren ja zwei Jungs, waren zwei richtige Papakinder. Was ich zum Beispiel unglaublich gern gemacht habe, ist, dass ich mit denen auf den Spielplatz gegangen bin. Ja? Wir sind abends auf den Spielplatz gegangen, wie man sich kleine Kinder vorstellt. Die hängen an den Geräten dran. Und wenn sie dann eine Stunde später, wenn es dunkel wird, ist das Allerschlimmste, dass sie jetzt vom Spielplatz runter müssen. Natürlich strotzen sie vor Dreck. Aber sie schlafen gut und sie sind richtig gut ausgelastet. Das war ein Drama. Das war ein richtiges Drama, wenn die Kinder dreckig vom Spielplatz nach Hause gekommen sind. Ja? Und zwar insofern, wo ich mir gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein, kommen wir ganz kurz in die Badewanne. Ja? Und das war dann so, an den Abenden, wo ich dann nicht mit ihnen auf dem Spielplatz war, war sie dann mit ihnen daheim. Die Kinder waren zwar sauber, hatten aber wirklich 2 bis 3 Stunden Einschlafschwierigkeiten. Ja? Also total absurd. Sie haben gesagt, Sie haben um die Beziehung gekämpft. Sie waren ja in der Paartherapie, Sie waren da zusammen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, da zu arbeiten? Sie haben gesagt, Liebe ist Arbeit, ja, man muss auch drum kämpfen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also je früher, desto besser. Also meistens kommen die Paare so spät, dass man oft nur noch die Scherben zusammenkehren kann oder noch vielleicht im Raum steht die Frage Trennung oder Neubeginn, muss man dann fast sagen. Und ich verstehe Krisen als Entwicklungsherausforderung für ein Paar, also als eine Chance, dass sich die Beziehung verändert, dass die Personen auch in einen Entwicklungsprozess gehen. Aber dazu müssen natürlich beide bereit sein. Beide müssen dazu auch bereit sein, Energie zu investieren für so einen Entwicklungsprozess. Und in diesem Falle hätte es sicher, die Frage ist immer spannend, sich zu stellen, wozu fordert uns jetzt diese Krise heraus? Also für mich als Mann auch Grenzen zu setzen, wenn ich das so sagen darf, mir nicht einfach die Schwiegereltern einladen zu lassen und für ihre Frau auch eine Entwicklungsherausforderung mehr auch vielleicht einzubringen, was sie braucht, damit sie mit dieser neuen Lebenssituation, Mutter zu sein, zu Hause zu sein, besser zurechtkommt. Sie haben diese Geschichte ja gerade beschrieben, wie Sie mit den Kindern draußen waren. Man muss ja sagen, Ihre Geschichte geht ja noch weiter. Sie haben sich getrennt. Sie waren in einem Haus aber noch nach wie vor, haben dort gelebt. Es begann dann auch die Diskussion um das Sorgerecht. Und irgendwann gab es immer schon mal so Andeutungen, dass sie vielleicht auch mit den Kindern weggehen könnte. 2014, genau. Und sie hat zu mir gesagt, wenn ich mich trenne, dann werde ich die Kinder nie wiedersehen. Und im letzten Mai war das dann tatsächlich soweit? Also genau. Im Mai im letzten Jahr. Wie war das, beschreiben Sie mal diese Situation oder diesen Tag, als dann alle plötzlich nicht mehr da war? Naja, man muss mir dazu sagen, es gab ja dann immer wieder Umgangsabbrüche. Es gab insgesamt 5 Umgangsabbrüche. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, pass auf, wir verstehen uns nicht, aber wir sind gemeinsam Eltern. Du musst bitte respektieren, dass ich mich liebevoll um die Kinder kümmern möchte. Und habe auf Umgang dann geklagt. Und sie hat sofort, ein paar Wochen später, auf alleiniges Sorgerecht geklagt. Das hat sie nicht gekriegt. Der Schuss ging total nach hinten los. Uns wurden ja Elterntherapien verordnet insgesamt vom Familiengericht und Jugendamt 2 Stück und 8 Mediationen, die hat sie alle abgebrochen. Ja, später haben dann in Japan noch 2 gefolgt, die waren genauso ergebnislos. Und als die Gutachter dann schon gesagt haben, ganz klar, also paritätisches Doppelresidenzmodell, also man muss dazu sagen, hälftig beim Vater, hälftig bei der Mutter, gemeinsames Sorgerecht, wenn sie dem nicht zustimmt, alleiniges Sorgerecht für mich, da habe ich dann an dem vereinbarten Übergabezeitpunkt gewartet. Wir haben uns immer im Supermarkt getroffen, in der Öffentlichkeit, ganz bewusst. Damit auch nicht eskaliert. Exakt, sehr gut, ja. Und da stehen sie dann einfach und dann kommt niemand. Wie bitte?
weil sie hatte mit ihren Eltern gemeinsam die Kinder nach Japan entführt. In diesem Moment, wo sie sich treffen wollen? Nee, davor, also in dem Zwischenzeitpunkt. Ja. Die hat die Kinder einfach gepackt, in den Flieger rein und ist nach Tokio geflogen. Und sind Sie dann irgendwann auch noch mal in die Wohnung und haben nachgeschaut? Ja, natürlich. Also es war, sie hat natürlich den Zeitpunkt ganz bewusst gewählt, als der Mitarbeiter des Jugendamts im Urlaub war. Ja, sie brauchen natürlich da auch ein bisschen Hilfe. Und wenn Sie gleich zur Polizei gehen, die nehmen Sie ja erstmal nicht ernst. Ja, die sagen, jetzt gehen Sie mal nach Hause, beruhigen Sie sich mal, wird schon wieder. Ja. Wobei das von denen gar nicht böse gemeint ist. Die Polizei ist normalerweise mit so einer Situation überfordert. Und wir sind dann praktisch fast 2 Wochen später mit Polizei rein und da war im Prinzip das Haus komplett leer. Keine Sachen mehr da, alles weg? Alles weg, alles mitgenommen. Vor allem alle persönlichen Dinge, alle Fotos, Spielsachen, alles weg. Wie haben Sie dann erfahren, wo Sie sind, wo auch Ihre Kinder sind? Naja, sagen wir mal so, ich hatte schon ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Es war ja eine Kindesentführung mit Ansage und 3-jährigem Anlauf. Also 2014 hat sie das erste Mal gesagt. Ich habe mich natürlich vorher informiert und wusste genau, was zu tun ist. Trotzdem, was Sie vorhin so schön gesagt haben, in dem Moment fühlt man sich erstmal komplett alleingelassen. Ja, also da stehen Sie erstmal da. Und, aber ganz überraschenderweise, Sie funktionieren extrem gut. Ja, weil Sie müssen. Sie müssen für Ihre Kinder. Wie gesagt, dann ging es sofort los, Bundesamt für Justiz, Anfrage ans japanische Außenministerium, Polizei, Strafanzeige, Interpol eingeschaltet und alles. Muss man machen, ja. Das Schlimme ist, mit Japan ist es doppelt schwierig, weil Japan hat noch ein sehr, sehr archaisches Familienrecht. Es gibt kein gemeinsames Sorgerecht, kein Umgangsrecht, es gibt noch nicht mal ein Besuchsrecht. Wenn ich nach Japan gehe, dann werde ich wegen der versuchten Kindesentführung verhaftet, sobald ich mich den Kindern nähe. Wie alt sind Ihre Kinder jetzt? Sie sind jetzt 5 und der Kleine, der Johann, wird jetzt Anfang Dezember 4. Aber Sie haben doch ein gemeinsames Sorgerecht. Ja, aber es interessiert die Japaner nicht in Deutschland. Das heißt, Sie haben sie jetzt seit knapp 1,5 Jahren? Nicht gesehen. Nicht gesehen. Haben Sie denn die Hoffnung, dass Sie sie noch mal sehen, dass Sie ihnen noch mal gegenüberstehen? Naja, wie heißt es in Russland so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt und man muss ja einfach weitermachen, man kann ja nicht einfach. Also diese 2 Kinder sind ja auch extreme Papakinder, und Sie müssen sich vorstellen, bei so einer Kindesentführung kriegen die Kinder ja meistens gesagt, das andere Elternteil will dich nicht mehr, deswegen ist es nicht mehr da oder es liebt dich nicht oder es ist tot. Was das in kleinen Kindern auslöst. Und vor allen Dingen, die sind ja noch so jung. Wer weiß, woran sie sich dann noch in 2, 3 Jahren erinnern. Ne? Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Also wir sehen, es gibt da jetzt erstmal keine schnelle Lösung. Ich glaube, wir können trotzdem einfach für Sie hoffen, dass es eine Möglichkeit der Kontaktaufnahme gibt, auch eine Möglichkeit, wieder eine Bindung herzustellen. Und wenn es die nicht gibt, dass Sie lernen, mit dieser Situation zu leben, sei es ja dadurch, dass Sie in irgendeiner Form eine innere Festigkeit kriegen oder dadurch, dass Sie helfen und Ihnen das halt gibt. Auf jeden Fall hoffen wir, dass Sie damit noch klarkommen. Ja? Ich würde Ihnen gerne eine Idee geben. Ich glaube, was wichtig ist, dass man innerlich, wenn man auf Kinder mit Sorge schaut, dann schwächt man sie. Und wenn man mit Vertrauen und Zuversicht auf sie schaut, dann stärkt man sie, selbst wenn sie weit weg sind. Und vielleicht ist es ihnen möglich, so etwas wie ein Tagebuch zu schreiben, dass sozusagen, wenn es irgendwann den Tag gibt, wo ihre Kinder, ihre Söhne auf sie zukommen, sie ein Stück rekapitulieren können, dass es immer einen Vater gab, der an sie gedacht hat und der gute Wünsche für sie hatte, sodass so innen die Tür offen bleibt und dann einfach einen langen Atem, das wünsche ich ihnen. Das ist Das ist ein sehr guter Tipp. Was wir nur dran denken sollten, vielleicht auch noch gesamtgesellschaftlich, ob wir wirklich alles gegen Kindesentführungen tun. Sozusagen die konkrete Handlungsebene. Aber wenn es eben so ist, wie es jetzt ist, dann bleibt zumindest diese Möglichkeit, innerlich eben mit Vertrauen auf sie zu schauen, dass es da Menschen gibt, die gut mit ihnen umgehen und in denen sie gut gedeihen können. Außerhalb der engen Mutter-Sohn-Beziehung gibt es vielleicht Menschen, von denen Sie noch gar nichts wissen,
die sowas wie Resilienz, also seelische Widerstandskraft aufbauen können. Herr und Frau Kessler, kommen wir zu Ihnen. Sie sind 38 Jahre zusammen. Auch Ihre Liebe musste eine Prüfung überstehen. Ihre Alkoholsucht hat dazu geführt, dass Sie fast weg gewesen wären. Aber fangen wir an, Sie haben so geschwärmt von Ihrem Diamant. Als Sie sich kennengelernt haben, ich glaube, Sie waren beide 16. Mhm. Was fanden Sie an ihm besonders? Der Zurückhaltende. Das Zurückhaltende? Fand ich interessant. Wo haben Sie sich denn kennengelernt? Ja, bezeichnenderweise in einer Kneipe, ne? In der Kneipe. Und umgekehrt, wenn Sie an so die ersten Begegnungen denken, was hat Sie fasziniert? Das Unbekannte, sag ich einfach mal. Mhm. Also ich kannte an für sich jedes Mädel, was da in dieser Kneipe damals war. Und sie ist da reingekommen, war noch nie da. Und ich habe gedacht, boah, ein interessantes Mädel könnte was sein. Sie waren damals 16, mit 22 sind Sie zusammengezogen. Mhm. 8 Jahre später war ein Kind unterwegs, Sie haben geheiratet. War Ihnen immer klar, Mensch, ja, wir sind geschaffen füreinander, wir wollen leben zusammen? Ja, am Anfang nicht. Ne? Da ist natürlich der Verliebte und die Teenagerliebe war das am Anfang, ne? Und es hat sich dann so weiterentwickelt, dass es wirklich richtig ernst wurde und richtig wehtat auch, also mit allen Schmetterlingen, die da waren. Ja, und das ist dann mehr oder weniger immer so weitergegangen. Und wir wollten auch immer so dasselbe im Leben. Ne? Mhm. Wir wollten Familie haben, ein Auskommen haben. Einfach ein friedliches Leben wollten wir haben. Ne? So, das gemeinsame Zukunft hat eigentlich, das war so ein gemeinsames Ziel von uns. Wir haben ja heute schon gehört, dass sich einiges verändern kann, wenn plötzlich Kinder kommen. Mhm. Sie wollten Familie, jetzt war sie plötzlich da. Wie hat er sich denn verändert oder haben Sie eine Veränderung zum Beispiel an ihm festgestellt? Die Veränderung war ja vorher schon da. Mhm. Also das ist nur so... In der Rückblende mit der Geburt der Kinder oder auch mit der beruflichen Situation. Ich habe aufgehört zu arbeiten. Ich war dann den ganzen Tag zu Hause. Das wollte ich auch so. Und da tut mir auch heute nicht leid, dass ich das so gemacht habe. Aber dadurch hat sich für mich alles verändert, für ihn ja auch. Das habe ich aber vielleicht auch so nicht gesehen. Die ganze Situation mit uns beiden hat sich völlig verändert. Haben Sie das eigentlich registriert, dass es mit dem Alkohol so langsam aber sicher mehr wurde? Nee, das habe ich am Anfang überhaupt nicht gemerkt. Woran haben Sie das gemerkt, dass es mehr wurde? Wann ist Ihnen das so aufgefallen? Also das war schon vor der Heirat, vor den Kindern. Das war dann am Wochenende meistens, ne? Wenn man dann rausging. Wir hatten ja keine Verpflichtung, sind wir rausgegangen. Da wurde dann langsam aber sicher, wurde das dann mehr. Das wurde dann auch zu viel. Und irgendwann bin ich auch nicht mehr mitgegangen am Wochenende. Wo haben Sie dann getrunken, wenn es dazu kam? Das war immer in der gleichen Kneipe, also bei uns im Ort. In der Kneipe? Ja. Und was würden Sie sagen, hat Ihnen da so der Alkohol auch gegeben in dieser Zeit? Was hat er mir gegeben? Abschalten, sag ich mal, und so. Und für mich sein. Einfach weg sein, einfach weg sein. Abschalten. Richtig. Wir sagen ja, heute geht es um Liebe auf dem Prüfstand. Was würden Sie denn sagen, was hat das für Konsequenzen für Ihre Beziehung gehabt? Wie hat sich dann Ihre Beziehung verändert? Ich hatte keinen Zugang mehr zu ihm irgendwann. Mhm. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er das nicht ändern kann. Also ich habe schon ernsthaft auch versucht, mit ihm zu sprechen, dass das so nicht weitergehen kann und dass ich den alten Markus, heißt er ja, Markus wiederhaben will. Ne? Aber das hat er nicht gehört. Hat er denn noch, ihm war die Veränderung so nicht bewusst. Hat er denn noch am Familienleben teilgenommen? Nicht wirklich hinterher. Ne? Das ist natürlich dann immer so weitergeschritten. Also war keiner, der so bis zum Absturz betrunken war. Er hatte immer so einen Spiegel. War nicht wirklich, er war da, aber nicht wirklich da. Ne? Wenn ich was mit ihm besprechen wollte, so in den letzten Jahren, dann musste ich das morgens tun. Und was haben Sie gesagt, wenn die Leute gesagt haben, Mensch, hat der Markus wieder zu viel gebechert, was ist denn mit dem los? Das hat keiner gesagt. Hat keiner gesagt? Nein, das lief einfach so mit. Mhm. Was sollen wir denn machen, wenn wir mitkriegen, unser Partner oder unsere Partnerin trinkt und wir vermuten, dass es schon eine Alkoholsucht ist? Wie sollen wir denn richtig reagieren? Richtig reagieren, also Sie sprechen das so deutlich aus. Wir haben ja eine gesellschaftlich akzeptierte ein akzeptiertes Konsumverhalten. Es fällt ja nicht auf. Wir trinken alle, mehr oder weniger. Und deswegen ist es so schwierig, diesen Punkt
zu erwischen, ab wann fängt hier eine Suchterkrankung an. Und deswegen ist das auch etwas, was Sie sagen, selber nicht zu merken und wie ein schleichender Prozess. Aber da, irgendwann haben Sie ja beschrieben, haben Sie es gemerkt. Und dann ist es natürlich wichtig, dringlich und dem Partner gegenüber dringlich klarzumachen, dass das nicht geht. Mhm. Und dann kommt oft eben doch auch natürlich ein Teil der zukommt, dass ich als Partnerin das auch ein bisschen mitdecke oder mit schütze. Das gibt es auch, das weiß ich nicht, ob das bei Ihnen so war, ja, aber dieser Begriff der Co-Abhängigkeit, dass man das vielleicht dem Arbeitgeber gegenüber auch schützt. Und dass oftmals eben erst die Auffälligkeit so stark werden muss, dass es zum Beispiel bei der Arbeit nicht mehr geht, ist, wenn die Arbeit wegfällt. Und dann, was man auch weiß, ist, wenn die Partnerschaft droht, verloren zu gehen, dann passiert oft erst was. Also wenn eigentlich der engste Bezugskreis sich verabschiedet, dann kommt oft erst etwas in Bewegung. Und das ist natürlich nicht das, was man als erstes vorschlägt, dass man sagt, wenn du nicht aufhörst, dann gehe ich. Aber phasenweise zu gehen, phasenweise Distanz zu leben, sodass ein Erleben da ist von, wie ist das, wenn ich das verliere, was mir hier wichtig ist. Und natürlich klassischerweise zur Bedingung zu machen, in eine Suchtberatungsstelle mal zu gehen, sich beraten zu lassen. Denn es wird ja oft bagatellisiert. Ja. Wie war das denn, als es dann noch so weiter eskaliert ist? Wie haben Sie die letzten 2 Jahre zum Beispiel erlebt? Hat er sich dann noch mal verändert? Ist es dann noch mal schlimmer geworden? Ja, er ist verbal schon mal aufbrausend gewesen oft. Mhm. Ne? Und ich habe mich gefühlsmäßig distanziert von ihm. Haben Sie das mitgekriegt? Man versucht sich ja dann auch zu schützen, ne? Man versucht sich auch irgendwo zu schützen. Das haben Sie schon mitgekriegt, dass Sie sich distanziert. Sie haben ja auch gesagt, es war so ein gewisser Spiegel. Ist es richtig, dass Sie auch nachts dann aufstehen mussten? Ich musste auch nachts, zum Ende musste ich auch nachts aufstehen und nachtanken, damit ich wieder schlafen konnte. Was waren so die schlimmsten Erlebnisse, die Sie so mit dieser Zeit verbinden? Ja, da waren viele kleine Sachen. Mhm. Was heißt kleine Sachen? War schon, einmal waren wir im Urlaub, da hat mein Sohn so ein Styropor-Flugzeug bekommen. Und er hatte Schwierigkeiten, da zusammenzubauen. Mhm. Also das fand ich schon schlimm. Sie haben ja auch mehrfach angedroht, ihn zu verlassen, ne? 1000 Mal gefühlt, ne? 1000 Mal habe ich in Gedanken die Klamotten gepackt und bin gegangen. Und warum nicht gemacht? Weil jetzt aus der heutigen Sicht mein Tiefpunkt eben noch nicht erreicht war. Er ist jeden Tag zur Arbeit gegangen. Mhm. Ja, also du. Aber da war noch so eine Restnormalität, die das so aufrechterhält. Und ich habe ja auch dann wahrscheinlich immer gehofft, dass es irgendwann besser wird. Es gab ja auch gute Phasen, waren ja nicht alles nur schlecht, es waren auch wirklich gute Phasen dabei. Er war immer ein ganz liebevoller Vater. Und wie kam es dann zur Wende? Wann war dieser Tiefpunkt erreicht? Da habe ich einen Anruf von seinem Chef bekommen. Mhm. Also den kennt er von früher, das ist ein früherer Freund von ihm, sag mal, wenn er natürlich mit Chef und Angestellter, das hat sich heute verändert, das Verhältnis. Aber er hat dann angerufen und hat gesagt, dass er das so nicht mehr tragen kann. Er ist ja auch Dachdecker vom Beruf, das ist natürlich auch gefährlich. Und er muss sich da was überlegen und ob ich nicht immer noch mal mit ihm sprechen könnte. Und da habe ich gesagt, was soll ich mit ihm sprechen? Ich habe schon 1000 Mal was gesagt. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll. Ja, vielleicht kannst du mal versuchen und so. Ja, habe ich aufgelegt. Da habe ich erst mal überlegt, was ich jetzt mache. Was soll ich denn jetzt machen? Aber ich meine, da ging es auch um Ihre Existenz. Ne? Wenn das da ging es um meine Existenz. Da habe ich wirklich da gesessen und habe überlegt, was machst du jetzt? Und dann ist mir eigentlich nur unser Hausarzt eingefallen, mit dem er ganz gut so kommunizieren konnte und auch jetzt keine psychologische Hilfe kriegen würde, aber eben, wo ich irgendwie irgendeine Hilfe kriegen könnte. Und dann habe ich ihm gesagt, wie er nach Hause kam, dass der Arzt auf ihn wartet, wenn er möchte. Und wenn er sich dagegen entscheidet, dann wartet, habe ich zu ihm gesagt. Wie war das für Sie, als Sie das gehört haben? Was haben Sie gedacht und gefühlt? Erstmal war ich stinksauer. Stinksauer? Aber mehr als stinksauer. Ich hätte ihren Hals rumdrehen können. Weil? Weil sie einfach so hinter meinem Rücken her nach dem Arzt gegangen ist und irgendwie was regeln wollte für mich. Und das war ja eine Art Ultimatum, also zu sagen, wenn du das nicht machst, dann genau. Bin ich... Und wie haben Sie dann... Und dann wirklich mal nach dem ewigen 1000 Mal sagen, ist irgendwann Ende, ist ja nie was passiert, also brauchst du dich auch nicht handeln. Mhm. Ich konnte ja so weitermachen. Mhm. Und auf einmal sah ich auf einmal das Ende dann. Haben Sie sich denn auch gefragt, ich meine, dann hatten Sie auch mal Zeit nachzudenken, während Sie
in der Therapie waren, haben Sie sich auch gefragt, will ich das eigentlich alles noch? Mhm. Ich war ja erstmal froh, dass er weg war, dass ich meine Ruhe hatte. Ich finde es erstmal gut, wie offen Sie hier reden über alles. Das muss man auch mal sagen. Ja. Und ich meine Gedanken erstmal sortieren konnte, was ich überhaupt will und ob da überhaupt noch. Ob das überhaupt noch Liebe ist, was mich da gehalten hat, oder ob das einfach nur eine Gewohnheit war, weil wir ja auch schon so lange zusammen sind. Und weil meine ganzen Dinge, die ich getan habe, ja auf die Kinder, auf den Haushalt und auf mich beschränkt, aber nicht auf uns, uns als Ganzes, weil es uns als Paar eigentlich in den letzten Jahren so nicht gegeben hat. Wie hart war das für Sie, da rauszukommen aus der ganzen Sache? Die Entgiftung habe ich an für sich. Ich habe einmal Medikamente genommen, den ersten Tag, zwei Tabletten, die sind mir aber so in den Kopf gestiegen, mir wurde schwindelig, mir wurde schlecht, ich kriegte Kopfschmerzen. Also ich habe mich nachher geweigert, die Tabletten zu nehmen. Aber Sie haben es durchgezogen. Ich habe es durchgezogen, ja. Ich sollte zwar die Medikamente nehmen, ich habe mich aber geweigert, ich habe gesagt, ich habe den roten Knopf hier, wenn irgendwas ist, drücke ich. Irgendwann war er ja dann wieder zu Hause, irgendwann auch trocken erstmal zu Hause. Mhm. War er, ja? Ja, wir müssen jetzt so sagen, also Motivation war ich in der Klinik, in der Suchtklinik und die Therapie habe ich, eine ambulante Ganztagestherapie gemacht. Das war damals Voraussetzung, wie ich in diese Klinik gegangen bin, wenn eine Therapie, nur eine ambulante Therapie. Mhm. Aber das hat die Klinik damals gar nicht im Programm gehabt. Als er dann wieder zu Hause war und als Sie das alles hinter sich hatten, Sie haben gesagt, Sie wollten noch den alten Markus wieder haben. Haben Sie den denn wiederbekommen? Ja, ich habe einen besseren wiederbekommen. Einen besseren? Ja. Das ist schön. Wieso besser? Ja, wir... er hat ja da viele Gespräche gehabt. Er ist so ein Mann, der nicht gesprochen hat. Also gesprochen schon, aber eben nicht über Gefühle, über sich, über das Zusammensein und so. Und ich habe da auch viele Angebote wahrgenommen. Wir haben da ein paar Seminare mitgemacht, das war sehr gut. Und auch so ein paar Gespräche, die da begleitet wurden. Das habe ich auch alles dankbar angenommen. Auch so für mich war das wichtig, um zu sehen, was will ich denn? Weil ich habe mich eigentlich zurückgestellt in der ganzen Zeit, weil ich immer nur auf ihn reagiert habe. Und als er dann wieder zu Hause war, war er ja ein normales Familienmitglied. Das war für uns dann erstmal komisch. Der will ja gefragt sehr werden. Komisch, ja. Und der ist ja auch noch da. Das mussten wir auch erstmal lernen. Das war auch ein Neuanfang, absolut. Ja, das war für Frauke war es auch nicht absolut gleich, weil auf sie einmal mussten ist da ganz jemand, der neu wieder Paar werden miteinander. Und das Dritte, in diesem Fall die Krankheit, die Suchterkrankung, gab es nicht mehr. Was ist jetzt mit uns beiden? Was ist jetzt unser gemeinsames Drittes? Ja? Genau. Worauf richtet sich jetzt unser gemeinsames Interesse? Und ich glaube, ein Punkt, den ich beeindruckend finde, ist, ein Teil der Erkrankung ist ja die Bagatellisierung und Tabuisierung. Und an dieser Stelle, wo der Hausarzt ihn auftrat und der Arbeitgeber, ist es aus dieser Tabuisierung herausgekommen. Und das ist der entscheidende Punkt auch zu Ihrer Frage. Natürlich ist es gut, so früh wie möglich in eine Beratungsstelle zu gehen, auch als Angehörige, um solche Einfädelungen dieses ersten Veröffentlichens anzugehen und sich dabei auch beraten zu lassen, auch wenn der Partner noch nicht motiviert war zu dem Zeitpunkt. Ja, die Möglichkeit habe ich damals nie in Betracht gezogen, wenn mir überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen. Das hat erst der Hausarzt ins Spiel gebracht. Würden Sie denn jetzt sagen, dass Ihre Liebe aus dieser Prüfung vielleicht sogar dann gestärkt? Ja, sehr. Ja. Also wir haben uns quasi wieder neu kennengelernt. Ich sage immer... wir haben uns nach 27 Jahren nochmal richtig neu verliebt. Nochmal neu verliebt? Ja. Ach, das hört sich gut an. Ich habe gesagt, es geht immer noch wieder. Wenn Sie das auf das Ganze gucken, Frau von Tiedemann, gibt es überhaupt eine Liebe ohne Prüfung? Nein. Ich denke, dass keine Beziehung auf Dauer umhinkommt, früher oder später, mit einer Krise, die auftaucht, sei es die Krise, dass der eine sich verändert allein schon und es Unterschiede entstehen. Also, dass wir uns damit befassen müssen und dass das eine Entwicklungsherausforderung ist, die uns dadurch auch immer weiterbringt und dadurch auch die Liebe vertieft. Also Sie haben so gesehen sind die Prüfsteine auch wichtig. Also die haben durchaus positive Seiten, diese Prüfstände. Ja, ich glaube, ohne die kann so eine tiefe Liebe gar nicht entstehen, gerade wenn man das gemeinsam
durchschritten hat, das Tal, dann hat man etwas vom anderen kennengelernt, was jenseits von dem liegt, was man am Anfang vielleicht wahrgenommen hat. Ja. Liebe auf den Prüfstand. Vielen Dank an unsere Gäste hier. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema, wenn Glück und Unglück beieinander liegen. Jetzt noch unsere Classics. Bis dann in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön.